Ja, Leute, wir sind heute im Harz unterwegs, laufen die Grand Canyon Tour. Und das Ganze läuft über Rotkäppchen. Und ja, Manuel Andrack wird auch da sein. Also, wenn ihr Bock habt, bleibt dran, kommt mit. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr es trotz Sperrungen tatsächlich bis Thale, trotz endloser Busfahrten. Also wir haben schon eine Buswanderung hinter uns. Das war abenteuerlichste Wege. Dass wir es doch wirklich tatsächlich hierhin geschafft haben. Und jetzt kommt aber der schöne Teil des Tages. Ja. Jetzt kommt wirklich ein Wanderweg. Ich würde es ungelogen sagen, einer der schönsten Deutschlands. Bestimmt der schönste im Harz. Bei Harz denken dann immer viele an Brocken, aber unter uns gesagt ist stinke langweilig da oben. Also meistens hat man keinen Blick und nee, das ist nicht schön da. Also ich finde es nicht schön. Das Bodetal dagegen ist wirklich so ein All-Time-Klassiker mit vielen Highlights. Wie man hier so einen Stuhl mitten in den Fluss stellen kann. Also unbeschreiblich. Ja Leute, wir laufen hier direkt am Hexenstieg entlang. Die ersten Kilometer haben wir schon gemacht. Bleibt mal gespannt. Also es ist eine sehr schöne Gegend hier. Direkt neben uns ist ein wunderschöner großer Fluss. Wir laufen auf so einem weichen Waldboden hier, wie man sehen kann. Hier auf der Seite sind meistens Felsen zu sehen. Also ist schon sehr urig hier der Wanderweg. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen.
So Leute, wir haben einen wunderschönen Fleck gefunden hier und machen jetzt erstmal eine kleine Pause. Und ja, dann geht's weiter. Also bisher echt top. Ja, vielleicht haben wir das. Sie danken dir so. Ja, also der Wanderweg hier, der geht richtig ab. Der ist richtig gut, finde ich. Man hat hier ausschließlich nur Natur um sich rum. Klar, die Wege sind an gefährlichen Stellen abgesichert, wie man hier gleich sehen kann. Aber sonst fast nur Natur. Das Einzige, was hier stört, sind halt die ganzen Menschen, die hier ständig lang wandern. Ist aber verständlich, weil es einfach eine wunderschöne Gegend ist. Hier sind diese Sicherungsvorrichtungen. Ja, auch hier kann man Schiefergestein sehen. Der ganze Berg ist voll davon. Hier können die Bäume und die ganze Vegetation sehr schlecht wachsen. Deswegen, wenn hier Bäume wachsen, sind die meistens relativ verkrüppelt und haben sich so der Umgebung angepasst. Hier kann man solche Bäume sehen, die halt dementsprechend kleiner sind. Guckt euch das an, Leute, also Wahnsinn. Ganze Flächen hier voll.
Also wir laufen hier direkt auf dem Hexensteig und ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass der Hexensteig einer der schönsten Wanderwege in ganz Deutschland sein soll. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, diesen Wanderweg zu laufen, dann nutzt sie auf jeden Fall. Ist sehr schön hier. Ja, wir kommen jetzt an der Teufel. Leute, jetzt sind wir hier an der Königsruh. Das ist eine Gaststätte hier, absolut schön gelegen. Die sind unabhängig von der Außenwelt, mit dem Auto ist das hier nicht erreichbar. Und ja, jetzt werden wir hier was essen und dann geht's weiter, zurück zum Auto. Also bleibt dran. Sabrina, die ist jetzt zum dritten Mal wandern gegangen. Wie hat es dir denn gefallen? Heute ist es die dritte Wanderung. Wir waren jetzt noch am Wallnersee. Damit fing es klein an mit 6,5 Kilometern. Keine Steigung, relativ flach alles. Und heute hier natürlich absolut positiv überrascht und begeistert. Also die Aussichten, die Natur an sich, wie sich das Ganze hier so entwickelt hat. Der Wanderführer war auch super und ja, würde ich empfehlen. Wirst du denn jetzt öfters wandern gehen? Absolut. Also ich habe meinem Freund gerade schon am Telefon gesagt, wir müssen hier nochmal herkommen und er hat gesagt, das können wir gerne tun. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Klar, schön. Identifiziert. Hast du noch irgendwas zu sagen? Was habe ich zu sagen? Leute, einfach mal herkommen, super schön hier. Habt ihr gehört? Also kommt hier vorbei. Daumen hoch! Ja Leute, wir laufen jetzt noch ungefähr 10 Minuten bis zum Bahnhof wieder zurück. Und dann hat sich die Wanderung sozusagen erledigt. Es war eine sehr schöne Wanderung. Wir sind ungefähr 3-4 Stunden gelaufen. Mit Mittagessen hat das Ganze dann 4 Stunden gedauert. War sehr angenehm. Eine sehr schöne Strecke zum Wandern hier auf jeden Fall. Kann ich euch nur empfehlen. Der Untergrund ist immer sehr naturbelassen. Und man hat immer einen schönen großen
Fluss neben sich und viele Felsen, viel Natur hier. Es lohnt sich auf jeden Fall. Geht euch den Wanderweg mal angucken. Schadet nie. Und ja, gebt mir ein Abo, gebt mir einen Daumen. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Timo Waldkurt.